Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja und heute bereiten wir gemeinsam Frühstück vor. Ich zeige euch unsere zwei Lieblingsfrühstücksarten, die wir ganz oft und gerne zubereiten, die nicht so viel Zeit kosten und die nicht nur einem Baby, sondern auch der ganzen Familie schmecken. Eine von diesen Frühstücksarten beinhaltet kein Ei. Ihr habt euch unter dem Video zu Babylet Winning Rezepte ein paar Rezepte ohne Ei gewünscht, weil Babys im ersten Lebensjahr nicht so viele Eier essen dürfen. Und die erste Variante von dem Frühstück, die ich euch zeige, beinhaltet kein Ei. Das ist super gesundes Frühstück, da braucht ihr nicht so viel Zeit, um dieses Frühstück zuzubereiten. Genau gesagt, da zeige ich auch zwei verschiedene Arten, Zubereitungsarten. Für die erste Zubereitungsart braucht ihr 5 Minuten Zeit. Für die zweite Zubereitungsart braucht ihr gerade eine Sekunde Zeit. Das ist super wenig, ja. Was das genau ist, zeige ich euch gleich. Wenn du neugierig bist und Interesse hast, dann bleib dran. Und wir starten mit dem Haferbrei zum Frühstück. Das ist ein einfaches und schnelles Rezept und wenn ihr 5 Minuten morgens Zeit habt, könnt ihr das ganz schnell eurem Baby zubereiten. Der gesunde Haferbrei enthält alles, was auch ein Baby braucht. Denn Haferflocken enthalten reichlich Ballast sowie Mineralstoffe, Vitamine und Proteine, die Kinder zum Großwerden brauchen. Für das erste Rezept nehmt ihr eine Tasse Haferflocken, ich nehme zartschmelzend, eine Tasse Wasser und eine Tasse Milch. Das Verhältnis ist immer eine Tasse Haferflocken zu 2 Tassen Flüssigkeiten. Ich nehme Hafermilch, die passt besonders gut zu Haferflocken. Danach kommt geraspelter Apfel rein und etwas Zimt. Zum Versüßen gebe ich noch einen Esslöffel Reissirup dazu. Das vermischt ihr alles und köchelt langsam bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten. Und nun ist das leckere und gesunde Frühstück fertig. Zum Dekorieren nutze ich noch ein bisschen geraspelte Apfel, Mandelblätter und etwas Zimt. Dieses Rezept ist für die Eilige, die morgens wenig Zeit haben. Ihr braucht wirklich nur eine Sekunde, um euer Frühstück aus eurem Kühlschrank rauszuholen. Dafür müssen wir die Vorbereitungen abends treffen. Für dieses Rezept braucht ihr Haferflocken, etwas Leinsamen oder Chiasamen, halbe Tasse Milch, ich nehme wiederum Mandelmilch, etwas griechischer Joghurt, Zitronensaft und Blaubeeren. Zum Versüßen nehme ich noch etwas Vanilleextrakt und Ahornsirup. Und nun vermischt ihr alle Zutaten miteinander. Ich nehme immer pflanzliche Hafermilch, ich finde die passt super zu Haferflocken. Griechischer Joghurt sorgt für Proteine. Und leckere Heidelbeeren. Mischen, 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 in ein Glas abfüllen und ab in den Kühlschrank. Am nächsten Morgen wartet auf euch ein sehr leckeres Frühstück. Über Nacht saugen die Haferflocken Wasser auf und die werden besonders weich und geschmeidig. Nun zeige ich euch eine Alternative, die meine Kinder einfach lieben. Du brauchst wiederum halbe Tasse Haferflocken, einen Teelöffel Leinsamen oder Chiasamen, halbe Tasse Milch, 3 Esslöffel griechischer Joghurt, 1 Esslöffel Kakaopulver von guter Qualität, 1 Esslöffel Haselnusskerne oder Haselnussmus ist auch sehr gut, ein bisschen Schokodrops, falls ihr das nicht für Baby zubereitet, etwas Vanilleextrakt und zum Versüßen nehme ich Reissirup. Und nun geht das Spiel wieder von vorne. Einfach alle Zutaten miteinander vermischen. Die Haselnusskerne verleihen dem Ganzen eine besondere Aroma. Man hat so ein Gefühl, als ob man Ferrero Rocher zum Frühstück essen würde.
Die Schokodrops könnt ihr natürlich auslassen, falls ihr das für ein Baby macht. Und nun die dritte Variante, die wir lieben. Ihr nehmt die gleichen Zutaten wie vorher. Dazu kommt noch ein Esslöffel Zitronensaft, eine sehr reife Banane und Himbeeren. Diese Variante ist ohne zusätzlichen Süßungsmittel. Dafür nehmen wir diese sehr reife Banane. Die ist süß genug und diese Variante kann auch ein Baby mit 6 Monaten essen. Ihr kennt schon das Spiel. Ihr mischt einfach alle Zutaten zusammen und stellt das Gläschen in den Kühlschrank. Wenn ihr morgens etwas Zeit habt, dann könnt ihr die ganzen Gläschen etwas verzieren mit Bananen, Obst oder Beeren. Jedes Kind mag Pancakes, meine Kinder lieben Pancakes, deswegen gibt es ganz oft Pancakes bei uns zum Frühstück. Die erste Variante von Pancakes ist super easy, es dauert wirklich keine 5 Minuten. Und diese Variante habe ich auch für mein Baby gemacht, als er Babylet Winning hatte. Wenn ihr kein Ei eurem Baby geben wollt, könnt ihr das Ei einfach auslassen. Heute zeige ich euch die Variante mit dem Ei. Ihr braucht ein Ei, eine sehr reife Banane. Wenn ihr keine reifen Bananen habt, habe ich einen Tipp für euch. Legt einfach Bananen zu den Äpfeln und über Nacht werdet ihr bereits reife Bananen haben. So reifen die Bananen viel schneller nach. Für das erste Rezept nehmt ihr ein Ei, eine reife Banane und 2 Esslöffel Dinkelvollkornmehl. Ich siebe immer das Mehl, damit es nicht so klumpig wird. Ich gebe noch einen Teelöffel Backpulver rein. Auf die gefettete Pfanne nutze ich einfach meinen Esslöffel und verteile die Pancakes. Man könnte noch ein bisschen Heidelbeeren über die Pancakes verteilen, dann sind die Pancakes besonders saftig. Nach einer Minute kann man die Pancakes bereits umdrehen. Ich serviere das meinem Baby mit etwas Obst und ein bisschen Naturjoghurt. Dieses Rezept ist mein Lieblingsrezept für Pancakes und dieses Rezept stammt aus einem sehr alten amerikanischen Kochbuch. Ich habe das Rezept etwas modifiziert. Übrigens, in der Infobox werde ich natürlich auch die Rezepte schreiben und ich schreibe euch auch das Originalrezept aus dem Kochbuch. Für dieses Rezept braucht ihr eine Tasse Kefir oder Buttermilch, ich habe hier Kefir, eine Tasse Dinkelvollkornmehl, ein Ei, etwas Soda, etwas Backpulver und Vanille. Im Originalrezept gibt es noch einen Esslöffel Zucker, aber das lassen wir immer aus, weil später süßen wir das noch ein bisschen mit Ahornsirup nach. Zuerst schlägt er das Ei, dann gibt der Kefir dazu und danach kommen die trockenen Zutaten. Eine Tasse Dinkelvollkornmehl, ein Teelöffel Soda und ein Teelöffel Backpulver. Übrigens, nach dem Rezept müsste man noch eine Prise Salz dazugeben, das habe ich hier vergessen. Dann vermischt ihr das alles gründlich und nun ist euer Teig fertig. Da kommen noch 2 Esslöffel pflanzlicher Öl in den Teig rein.
Die amerikanischen Pancakes mache ich etwas größer. Dafür nehme ich den kleinen Schöpfer und verteile das noch ein bisschen auf der Pfanne. Damit die Pancakes wiederum interessant schmecken, mache ich noch ein bisschen Obst dazu. Man könnte auch Apfel nehmen oder Heidelbeeren. Ihr dreht die Pancakes dann um, wenn ihr diese kleinen Bläschen auf der Oberfläche seht. Und nun könnt ihr Pancakes servieren. Ich gebe noch ein bisschen Ahornsirup dazu, etwas Apfelmus und ein bisschen Heidelbeeren. Probiert dieses Rezept aus, das ist wirklich, wirklich gut und immer gelingsicher. Mich würde interessieren, welche Variante von diesen Frühstücken euch gefallen hat. Schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, ihr kocht was nach. Wenn ihr was nachkocht, bitte kommentiert gerne. Falls ihr auch mit den Mengen oder Zutaten experimentiert und eine bessere Variante herausfindet, dann schreibt das unbedingt in den Kommentaren. Wir wollen unsere Rezepte verbessern und dann kann das ganze Community auch davon profitieren. Nächste Woche treffen wir uns bei dem Video Montessori Step by Step. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, habt eine schöne Woche. Tschüss, eure Nadja.